Sieh jetzt 8 Minuten aus dem Film Resistance, Widerstand. Gefallen? Ein Clown verkleidet als Hitler in einem Bordell. Papa, das ist nicht Hitler, sondern Chaplin. In einem Kabarett. Oh, verzeih meine Unwissenheit. Vater, ich bin Schauspieler. Ja. Ja. Wir müssen morgen früh aus den Federn. Gehen wir nach Hause. Los. Madame Garber kommt. Hallo, Madame Garber. Hallo. Wie geht's Emma? Danke, es geht ihr gut. Wieso fragst du immer nach ihr? Mein Vater. Er will, dass ich sie heirate. Wirklich? Wirklich. Ist das wahr, Charles? Ist sie Jüdin? Ich glaube schon. Dann nein. Wieso? Ich wünsche keinem jüdischen Mädchen die unsägliche Schande, ihr Leben mit diesem Versager zu teilen, der ein Clown sein will und die Muskelkraft eines Spatzen hat. Ja, das meiste davon ist wahr. Emma ist das einzige jüdische Mädchen auf der Welt, das nicht heiraten will. Vergeude deine Zeit nicht. Danke. Das hat wohl nicht funktioniert. Doch, ich denke schon. Jetzt hält sie dich für einen Versager. Nein, nein. Psychologische Projektion nach der Lehre von Dr. Freud. Hab nie von ihm gehört. Ich weiß. Das Beschuldigen anderer kann zum sogenannten Tritt-den-Hund-Effekt führen, wo Individuen einer Hierarchie ihre direkten Untergebenen beschuldigen und das wird so bis zum untersten Rang fortgeführt. Und was soll das bedeuten? Es bedeutet, sagt der Metzger, du bist ein Versager, bist du wahrscheinlich ein Genie. Mhm. Ja. Da soll Dr. Freud das mal heilen. Hallo, Onkel. Shalom, George. Dürfte ich kurz mit Marcel sprechen? Ich hab dir schon tausendmal gesagt, ich bin Schauspieler, kein Clown. Ich brauche deine Hilfe. Diese Kinder haben viel durchgemacht. Ist mir egal, was sie durchgemacht haben. Sag das nicht. Ich sag's, tut mir leid, ist mir egal. Ich kann nicht gut mit Kindern, ich habe keine Geduld, tut mir leid. Ich habe schon nicht genug Zeit für meinen Vater und jetzt soll ich den ganzen Tag da rackern. Und ich arbeite an einem großen Stück, ich spiele 30 verschiedene Figuren. 30. Marcel. Was? Das sind jüdische Waisen. Ja, ich weiß, ich habe einen lebendigen jüdischen Vater, das hat mein Leben nicht leichter gemacht. Wie kannst du sowas nur sagen? Und wie soll ich helfen? Arbeite an deinem Stück. Ah. Du hast viele Figuren zu studieren. Ah, George. Lass mich in Ruhe. Tut mir leid. Hey. Na. Hallo, mein Schatz. Ich habe deine Mutter gesehen. Sie meinte zu meinem Vater, ich sollte dich wohl heiraten.
Verrückt. Deren Generation, die sind alt, die verstehen nicht, dass Leute wie wir nur aus Liebe heiraten würden. Und die Liebe findest du nicht im Kabarett, oder? Du darfst nicht alles glauben, was du darüber hörst, ja? Ist sicher ein ehrbares Etablissement. Nun, Kunst kann überall stattfinden. Denk an Marcel Duchamp. Weiß nicht, den kenne ich nicht. Solltest du aber, bevor du einen Künstler nach seiner Leinwand beurteilst. Und deine Leinwand ist das Kabarett? Ja. Nein, was? Wer bist du gleich? Die du heiraten willst. Verzeihung, nein, ich will dich nicht heiraten. Deine Mutter will, dass du mich heiratest und ich wollte nicht unhöflich sein. Da kommen sie. Wie viele hast du gesagt, sind es? 123 Kinder. Ihre Eltern wurden von den Nazis umgebracht. Die Stiftung hat ein Vermögen für ihre Leben bezahlt. Marcel? Willst du sehen? Seid ihr bereit? Ja. Wieso ist mein Bruder hier? Ich dachte, er kann für die Kinder den Clown spielen. Er denkt nur an sich selbst. Und wehe, du nennst ihn einen Clown. Dann dreht er durch. Wenn uns keine Unterstützung ist, schicken wir ihn nach Hause. Aber wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Na gut. Der Bus da reicht nicht. Wir haben nur den. Ich kann unseren Lieferwagen holen. Ist eine gute Idee. Es dürfen keine Messer oder Fleisch drin sein. Die Kinder haben Angst. Geh! Kommt, gehen wir. Was ist? Gehen wir. Gehen wir. Resistance, Widerstand, hier auf YouTube.